Studio. Die FDP lebt. Das ist die gute Nachricht. Lutz van der Horst, vielen Dank. So, anderes Thema und maximale Dramatik diese Woche. Horst Seehofer und seine CSU haben offen mit Koalitionsbruch gedroht. Betreuungsgeld oder Krieg? Ja. Die Bazis meinen das richtig ernst mit ihrer ollen Herdprämie. Wir stehen für Wahlfreiheit und deswegen werden wir dieses Betreuungsgeld auch machen. Vielen Dank. Ja, pfiat die. Ja. Die musste ganz schnell nach Hause. Wenn das Essen in Bayern nicht pünktlich auf dem Tisch steht, dann kriegt sie Ärger mit ihrem Mann. Wahlfreiheit. Gerade in Bayern gibt es so wenig Kita-Plätze, da habe ich höchstens die Wahl zwischen Betreuungsgeld nehmen oder die Blagen im Wald aussetzen. Schade, dass die zuständige Familienministerin Christina Schröder kein klares Wort zu dem Thema sagt. Hier, Bild-Zeitung. Nichts ist öder als die Politik von Schröder. Ja, gut, normalerweise gilt ja, wen die Bild scheiße findet, der kann kein schlechter Mensch sein. Und Frau Schröder hat halt auch gerade wahnsinnig wenig Zeit für Politik, weil sie ihr Buch vorstellen muss. Danke, emanzipiert sind wir selber, heißt das. Wie kommt das eigentlich so an bei den Frauen? Also ich frage mich nach wie vor, warum Frau Schröder das Buch geschrieben hat. Was für ein Unsinn. Das macht mir wirklich Angst. Ich bin total schockiert. Gewäsch! Das ist doch alles Ochsenscheiße. Kann man so sehen. Boah, sag mal, so eine aggressive Grundstimmung im Publikum gab es zuletzt bei Salman Rushdie. Ne? Können wir jetzt die Autorin bitte auch mal selber zu Wort kommen lassen? Denn im Grunde, insofern quasi, nur ich... Ich als jetzt jung, so, nee, aber jetzt lassen Sie mich nochmal, auch das ist natürlich, ich habe ja schon sehr oft gesagt, die... Leute, nur ehrlich, ich war auch mal Journalist, so kann man es nicht machen. Menschlich enttäuscht von der eigenen Redaktion. Nee, das war... Das fand ich jetzt echt unfair. Da ist doch schon wieder rumgeschnippelt worden an dem Material. Ich will jetzt sofort alles sehen, was da rausgeschnitten wurde. Viel besser. Können Sie sich jetzt auch im Heute-Show-Fanshop als Klingelton runterladen. Aber jetzt mal im Ernst, werden wir doch bitte mal inhaltlich zur Abwechslung. Was taugt es denn, das Buch unserer blutjungen Familienministerin? Das wollen wir nun kontrovers diskutieren. Ich begrüße für das Team Pro Ulrich von Hesen und für das Team Contra Tina Hausten, meine Damen und Herren. Ulrich. Tina, bitteschön. So. Oh, ja, jetzt ist allerdings irgendwas schiefgegangen. Ihr habt jetzt beide das Contra-T-Shirt an. Ulrich, Sie wollten das Buch doch gut finden. Ja, bin ich bescheuert? Soll die doch das Buch gut finden? Immer muss ich die doofen Bücher gut finden, nur weil ich eine Frau bin. Ich fand das Buch zuerst scheiße. Na und? Ich fand es aber viel scheißer als du. Ich fand schon scheiße, bevor die Schröder es überhaupt geschrieben hat. So. Ja, gut, man ist ja auch egal. Dann improvisieren wir halt und machen statt Pro und Contra, Contra und Contra. Ändern wir kurz den Titel, ist ja völlig wurscht. Ulrich, was ist denn Ihr Hauptvorwurf gegen dieses Buch? Ja gut, also dazu muss man wissen, das ist ja ein orange-braunes Buch, ja. Mit so einer spießigen Hosenanzugtante hier auf der Vorderseite. Ja, ja. Ja, das ist Christine Schröder. Mhm. Ach so. Ja. Ja, das wusste ich. Ja. Gleichwohl, es hat 239 Seiten, ja. Verschiedene Kapitel. Ulrich, Sie wollen wir uns ehrlich machen, Sie haben das Buch gar nicht gelesen, habe ich recht? Mein Gott, was soll ich denn noch alles machen? Das Buch scheiße finden, das Buch lesen, ja? Es ist von Christina Schröder, Feierabend, mehr muss ich nicht wissen. Also, ich habe das Buch gelesen. Toll. Und Schröders Botschaft lautet, wie Frauen das mit ihrem Job und der Familie regeln, ist alles ihre Privatsache. Da soll sich die Politik raushalten. Mhm. Dazu hätte ich mal eine Frage an die Ministerin.
Wenn das alles Privatsache ist, Schröder, wofür brauchen wir dich dann? Ich geh mal! Das ist doch wirklich unmöglich! Ja, absolut! Ist doch wahr! Ja. Oliver! Ja. Oliver, die ist mit 14 in die Junge Union eingetreten. Richtig. Mit 14! Mein Vater hat immer gesagt, Tina, von mir aus verdien dein Geld als Cracknutte hinterm Bahnhof. Aber du gehst mir nicht in die Junge Union. Ein weiser Mann. Ja. Ein sehr weiser Mann. Aber können wir jetzt wieder bitte über dieses Buch sprechen? Sehr gern. Die Ministerin schreibt hier zum Beispiel, wenn eine Frau unbedingt Teilzeit arbeiten will, dann soll sie das doch einfach mit ihrem Chef individuell aushandeln. Individuell, ja, genau, das funktioniert supi. Ja, wir leben ja auch im Gummibärchenland. Da gibt's Kita-Plätze für alle. Da sage ich einfach, du Chef, ich mache ab morgen Teilzeit. Und er dann so, na klar, du, komm einfach rein, wie es dir passt, kein Stress. Ja gut, ich meine, mit weiblichen Chefs würde das vielleicht einigermaßen funktionieren, aber weibliche Chef gibt's ja kaum, dank Schröders blöder Flexi-Quote. Ja. Weibliche Chefs? Das ist jetzt aber echt Science-Fiction, Leute, ja? Ja. Also, die Schröder, die ist für mich die fleischgewordene Arbeitsverweigerung. Ja, die müsste was ändern an den Verhältnissen. Stattdessen promotet sie ihr blödes Buch. Das ist zum Kotzen! Ja. Also, ich habe übrigens ein Buch darüber geschrieben. Es heißt, danke, verarschen kann ich mich alleine. Nicht alleine, warum wir keine Ministerin brauchen, die Bücher über Probleme schreiben, statt sie zu lösen. Hey, 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 wieso darf die hier Werbung für ihr Buch machen? Das gibt's doch wohl nicht. Ich wollte hier Werbung für mein Buch machen. Es heißt, danke, zu Tode langweilen kann ich mich auch alleine. Warum Bücher lesen scheiße und Fernsehen total super ist. Ja, da weiß ich ja schon mal drei Bücher, die ich mir nicht zu Weihnachten wünsche. Tina Haust und Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren.